Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Webseite, liebe Eltern, die Sie für Ihre Viertklässler gerade ein Gymnasium aussuchen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Buben und Mädchen, ich darf euch und Sie ganz herzlich begrüßen am Gymnasium bei St. Stephan. Mit diesem kleinen Film und den Einträgen auf der Webseite wollen wir Ihnen die Schule vorstellen. Wir hätten das gerne auf anderem Wege intensiver gemacht, aber in diesen Zeiten wollen wir diesen Weg für Sie gehen. Das Gymnasium bei St. Stephan ist das zweitälteste Gymnasium hier in Augsburg. Wir haben eine lange Tradition, die auch die Benediktiner einschließt. Und dieser benediktinische Geist ist auch Teil unseres Schullebens, auch wenn wir ein vollstaatliches Gymnasium sind. Eines unter 10 der Stadt Augsburg. Wir sind ein besonderes Gymnasium, ganz sicher, weil wir ihren Kindern besondere Angebote machen können, weil wir uns besonders um ihre Kinder kümmern werden hier an der Schule. Und in den nächsten paar Minuten dieses Filmes darf ich Ihnen ein paar Ereignisse besonders ans Herz legen, besondere Angebote Ihnen näher bringen und Sie ein wenig durch unser Schulhaus führen. Mein Name ist Bernhard Stegmann, ich bin der Schulleiter dieser Schule und freue mich, dass ich Ihnen dieses Angebot machen darf. Ja, liebe Buben und Mädchen, sehr geehrte Eltern, die zweite Station nach dem Direktorat ist unsere neu eingerichtete Unterstufenbibliothek. Unser tatkräftiger Förderverein hat uns an der Schule ermöglicht, ein kleines Paradies zu schaffen für unsere Fünft- und Sechstklässler. Ich lese gern Comics und dieses Comic kann man bei uns an der Schule ausleihen und auch hier im Raum lesen. Und es passt ganz wunderbar zu unserer Schule und zu einem Angebot, das wir an der Schule haben, nämlich die humanistische Ausbildungsrichtung. Humanistische Ausbildungsrichtung bedeutet, die Kinder beginnen in der 5. Klasse mit dem Fach Latein, in der 6. Klasse kommt die zweite Fremdsprache Englisch hinzu und in der 8. Jahrgangsstufe das Altgriechische. Und selbstverständlich finden die Kinder hier in der Unterstufenbibliothek und in der ganzen Schule Hinweise, Aktionen zu all diesen Fremdsprachen, die ergänzt werden durch zwei weitere moderne Sprachen, nämlich den Wahlunterricht Italienisch und Französisch ab der 10. Jahrgangsstufe, wenn es denn die Schülerinnen und Schüler belegen möchten. Unsere zweite Ausbildungsrichtung ist hier im Raum repräsentiert durch die beiden Musikinstrumente hinter mir. Den E-Bass als modernes Instrument, genauso wie die Violine als klassisches Instrument. Im musischen Gymnasium beginnen die Kinder ebenfalls in der 5. Klasse mit Latein und bekommen ebenfalls in der 6. Klasse Englisch mit hinzu. Musisches Gymnasium heißt viel Musik, in vielen Ensembles und Mitwirkungsmöglichkeiten. Aber das musische Gymnasium besteht nicht nur aus Musik. Wir haben Literatur als Schwerpunkt mit vielen Events und Angeboten. Wir haben Theatergruppen an der Schule, die jedes Jahr mit Begeisterung Aufführungen für die Schulgemeinschaft umsetzen. Diese Bibliothek bedeutet für uns an der Schule, für die Fünft- und Sechstklässler auch einen Wohlfühlort. Und diesen Wohlfühlort verstärken wir durch viele Angebote, die wir den Fünftklässlern machen. Einmal gibt es Vorlesewettbewerbe. Zum anderen organisiert unsere SMV einen fetzigen Unterstufen-Faschingsball. Und darüber hinaus haben wir sportliche Events wie das Nikolausturnier im Völkerball oder das Osterhasenturnier im Bereich Tischtennis. Was wir wollen und worum wir uns kümmern, ist, dass sich Ihre Kinder in der Unterstufe und im weiteren Verlauf bei uns an der Schule wohlfühlen und auch die Schule zu ihrer Heimat machen. Wenn wir Lehrkräfte in den Pausen in die Unterstufenbibliothek gehen und uns anschauen, wie die Kinder dort mit welchem Einsatz und welchem Eifer sich beschäftigen, dann fällt uns auf, dass der eine vielleicht wie ich die Comics bevorzugt. Ein Mädchen liest vielleicht ganz gern Geolino Extra und der eine oder andere Bub
greift sich vielleicht eine DVD, leiht sich die aus und schaut sie sich zu Hause an. Wir erleben auch immer wieder Kinder, die zu Spielen greifen und sich so ein bisschen die Zeit vertreiben. Dieses unterschiedliche Verhalten der Kinder lässt sich darauf zurückführen, dass die Kinder unterschiedlich sind. Und hier am Gymnasium bei St. Stephan versuchen wir ganz intensiv, dieser Tatsache gerecht zu werden. Wir fördern ihre Kinder, wir unterstützen ihre Buben und Mädchen und wir haben ganz viele Angebote, Förderkonzepte, Unterstützungsprogramme, die versuchen, das eigene Individuum des Kindes zu berücksichtigen und zu unterstützen. Dafür steht auch diese Unterstufenbibliothek. Wie wir das im Unterricht umsetzen und in Wahlangeboten, das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen, aber ich kann ein bisschen etwas andeuten. Sport spielt bei uns an der Schule eine große Rolle. Wir haben Wahlunterricht in Fußball, im Tanzen für Mädchen und wir versuchen, dieses Thema einfach auch weiterzubringen. Dieser Ball ist so eine Verknüpfung zwischen Sport und gesellschaftlichem Engagement. Augsburg spielt fair. An unserer Schule gibt es eine Klimaschutzgruppe und eine Umwelt-AG. Und diese Kinder und Jugendlichen bereiten Projekte vor. Dieser Ball ist ein Preis, den diese Gruppe gewonnen hat für Engagement in der Stadtgesellschaft Augsburg. Unser Wahlangebot ist vielfältig, unser Förderangebot ist breit und jedes Kind, das hier zu uns auf die Schule geht, wird etwas finden, was ihn oder sie begeistert oder auch Freude macht. Ja, jetzt sind wir in der dritten Station angekommen. Nach dem Direktorat und der Unterstufenbibliothek befinden wir uns jetzt im ganz modern eingerichteten Chemietrakt unserer Schule. Die chemischen Übungsräume sind nach dem modernsten Stand der Technik up to date. Wir können hier unterrichten, wir können hier mit den Schülerinnen und Schülern experimentieren und Versuche durchführen. Alle Fünftklässlerinnen und Fünftklässler haben bereits von der ersten Stunde ab in Natur und Technik Möglichkeiten zu experimentieren, da wir die Klassen immer teilen, sodass auch der Lehrer, die Lehrerin die Kinder gut betreuen können und dass auch alle Sicherheitsstandards eingesetzt und eingehalten werden können. Experimentieren dient dem praktischen Verständnis von vielen naturwissenschaftlichen Abläufen und die dient auch dazu, Lust und Freude zu haben, um selbstständig diese Themen weiterverfolgen zu können. So bieten wir auch ganz viele Wettbewerbe an, wie zum Beispiel Jugend forscht oder in der Mathematik auch Känguru-Wettbewerbe oder auch den Bundeswettbewerb Mathematik. In der Chemie kann man auch über Technik sprechen. Wir haben im Wahlunterrichtsbereich ganz unterschiedliche technische Angebote, wie zum Beispiel unsere Computer-AG, wie zum Beispiel unsere Technikgruppe, die bei vielen Veranstaltungen sich einsetzt, um die Bühne herzurichten, die auch diesen Film übrigens maßgeblich mitgestaltet hat und mitbetreut hat. Und so haben wir, obwohl wir ein musisches und humanistisches Gymnasium sind, einen ganz großen Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften. Wir sind ausgezeichnet und zertifiziert als MINT-freundliche Schule. Das bedeutet, dass wir ganz starke Konzepte haben, wie wir diesen MINT-Unterricht vorwärts bringen. Die MINT-freundliche Schule ist die höchste Zertifizierungsstufe, die ein nicht mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium erreichen kann. Viele unserer Schülerinnen und Schüler verwirklichen sich in diesem Bereich der Naturwissenschaften, haben viel Freude daran und nutzen diese Räumlichkeiten der Schule täglich, wöchentlich ganz intensiv. Jetzt sind wir bei der vierten Station in unserer Schule angekommen. Ich habe dafür einen ganz besonderen Ort gewählt, besonders deshalb, weil alle Schülerinnen und Schüler, nahezu alle, jeden Tag an diesem Ort vorbeikommen. Das ist der Übergang zwischen unserem Hauptgebäude hinter mir und dem Neubau der Schule, in dem wir kurz zuvor waren, als wir die Chemiesäle besichtigt haben. Ich habe diesen Ort aber auch gewählt, weil vor einigen Jahren Schülerinnen und Schüler dieses Wandgemälde angefertigt haben mit europäischen Städten und ihren Sehenswürdigkeiten.
Und das erinnert mich daran, Ihnen auch etwas über Schüleraustauschmaßnahmen zu erzählen und unsere europäischen Kontakte. Wir haben Schüleraustauschmaßnahmen nach Budapest in Ungarn, in die Republik Irland, in verschiedene Colleges, zu einer Partnerschule nach Trient in Italien und in die Partnerstadt Augsburgs Liberec, wo unsere Big Band jedes Jahr zu Gast ist und wo wir auch gerne tschechische Schülerinnen und Schüler an unserer Schule aufnehmen. Schüleraustauschmaßnahmen und europäische Kontakte sind heutzutage enorm wichtig. Wir wollen sie unseren Schülerinnen und Schülern anbieten, sodass sie auch eingebettet werden in die europäische Kultur und in unsere europäische Geschichte. Jetzt darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich interessieren für unsere Schule. Wir haben versucht, in diesem kleinen Film verschiedene Highlights Ihnen zu geben und einen Überblick zu gestalten. Gerne können Sie sich noch intensiver mit unserer Schule beschäftigen. Nutzen Sie dazu die Seiten dieser Webseite. Sie können ganz viel lesen darüber, über Aktionen, über Wettbewerbe, über Konzerte, über Events unserer Orchester und Theatergruppen, über das literarische Leben und vieles, vieles mehr. Wenn Sie dann noch Fragen haben, nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Sehr gerne stehe ich als Schulleiter, aber auch mein Stellvertreter, Pater Emanuel, für einen persönlichen Gesprächskontakt zur Verfügung. Wir können ihn leider im Moment nicht persönlich mit Ihnen durchführen. Aber das Telefon ist sicher auch eine Kontaktmöglichkeit, wo wir viele Ihrer Fragen, falls sie noch offen sind, beantworten können. Fragen vielleicht auch, die Sie haben zu unserer Ganztagesschule. Rufen Sie uns einfach an. Wir werden Ihnen alles beantworten können, was Sie noch an Fragen haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen alles, alles Gute und bleiben Sie gesund.